Ich habe letztens gelesen, dass der menschliche Körper theoretisch bis zu 45 Millionen US-Dollar wert ist, indem man all seine Organe und verwertbaren Bestandteile verkauft. Doch wie sieht es mit dem reinen Materialwert des Körpers aus? Lasst es uns herausfinden. Um den Wert des menschlichen Körpers zu berechnen, müssen wir ihn zunächst in seine einzelnen Bestandteile zerlegen. Den Startpunkt setzen wir bei den offensichtlichen Körperbestandteilen, wie Organe, Knochen, Muskeln, Blutgefäße und so weiter. All diese Bestandteile lassen sich auf zellulärer Ebene weiter unterteilen in Epithelzellen, Nerven- und Muskelzellen und viele weitere Zellarten. Und auch diese Stufe setzt sich wiederum aus noch kleineren Bestandteilen zusammen, den sogenannten Makromolekülen, die Kohlenhydrate, Lipide, Proteine und Nukleinsäuren umfassen. Spalten wir nun diese Moleküle auf, gelangen wir auf die atomare Ebene und damit auf die elementare Zusammensetzung des menschlichen Körpers. Doch welche chemischen Elemente und vor allem wie viel davon befinden sich in uns? Aufgrund des hohen Wasseranteils von 50-60% macht der Sauerstoff und Wasserstoff einen Großteil des Körpers aus. Obwohl im Wasser doppelt so viele Wasserstoff- wie Sauerstoffatome vorhanden sind, nimmt der Sauerstoff den ersten Platz mit rund 65% Massenanteil ein. Dieser Massenanteil ist nun auch ein gutes Stichwort. Wir betrachten hier nämlich nicht, wie viele Atome eines Elements sich im Körper befinden, sondern welchen Anteil der Masse es ausmacht. Deshalb Massenanteil. Und da der Wasserstoff mit nur einem Proton sehr leicht ist, befindet er sich mit 10% erst an dritter Stelle im Körper. Auf Platz 2 ist dafür mit 18% der Kohlenstoff. Er bildet das Grundgerüst jeglicher organischer Verbindung und wird deshalb auch als Element des Lebens bezeichnet. Es folgt der Stickstoff mit 3%, der als Bestandteil von Aminosäuren verschiedenste Proteine formt und auch im Bauplan des Körpers, der DNA, vorkommt. Die nächsten beiden Elemente bilden unsere Zähne und Knochen aus. Calcium und Phosphor mit 1,4 bzw. 1,1%. Das Calcium ist außerdem für die Muskelkontraktion sowie die Reizübertragung verantwortlich und der Phosphor spielt beim Energiestoffwechsel und der DNA eine entscheidende Rolle. Diese sechs genannten Elemente machen nun fast 99% der gesamten Körpermasse aus. Weitere knapp 1% werden vom Kalium, Schwefel, Natrium, Chlor und Magnesium eingenommen. Abgesehen vom Schwefel, der essentiell in Aminosäuren und Enzymen ist, liegen die anderen Elemente allesamt als Ionen im Körper vor, bilden Membranpotenziale aus und dienen damit dem Nervensystem und der Muskulatur. Und das war es dann mehr oder weniger. Diese 11 Elemente werden als absolut lebensnotwendig angesehen und machen dementsprechend auch nahezu den gesamten Körper aus. Nichtsdestotrotz befinden sich rund 50 weitere Elemente in uns, die jedoch nur in Spuren zu finden sind und deshalb Spurenelemente genannt werden. Einige davon sind genauso lebensnotwendig wie die davor genannten. Bei anderen ist die Funktion umstritten und wieder andere wirken eher toxisch auf den Körper. Für unsere Berechnung sollten jedoch die ersten 11 Elemente ausreichen, um eine ziemlich genaue Werteinschätzung des menschlichen Körpers zu bekommen. Bevor ich nun auf die Preise der einzelnen Elemente eingehe, gebt doch mal eine Schätzung als Kommentar ab, was ihr glaubt, wie viel der menschliche Körper auf elementarer Ebene wert ist. Schätzung abgegeben? Dann geht's weiter auf die Zielgerade. Wir haben also Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Calcium, Phosphor, Kalium, Schwefel, Natrium, Chlor und Magnesium mit den besprochenen Massenanteilen vorliegen. Gehen wir von einem durchschnittlichen Mann mit 80 Kilogramm aus, dann ergibt sich für jedes Element eine bestimmte Gesamtmasse im Körper. Und was kostet das jetzt alles? Zugegeben ist die Ermittlung der Preise nicht gerade einfach. Je nach Menge und Reinheit variieren diese nämlich ziemlich stark. Legt man den Fokus aber auf Mengen von einem Kilogramm in einer möglichst reinen Form, gelangt man zu folgenden Kilopreisen. Verrechnen wir diese Preise noch mit der jeweiligen Gesamtmasse im Körper, ergeben sich die insgesamten Materialwerte für jedes Element. Die müssen wir nur noch zusammenrechnen und kommen schließlich auf einen gesamten Materialwert für einen menschlichen Körper von nur 661,44 €. Hättet ihr damit gerechnet?
Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Ergebnis haltet und gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und da es hier bei Brainfuck in nächster Zeit ziemlich rund gehen wird, solltet ihr unbedingt abonnieren und vor allem die Glocke aktivieren, um nichts davon zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald!